Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Mit dem Tollwort werden jährlich die besten Messeneuheiten ausgezeichnet in unterschiedlichen Kategorien. Für die Kinder zwischen 0 und 3 Jahren ist der Gewinner Magic Touch Piano von Harpe. Ein Holzbrett-Piano, das funktioniert nicht mit klassischen Tasten, sondern über Berührung und Fingerwärme. Dazu werden 3 so farbkodierte Notenblätter mitgeliefert. Ja, und hier hat man natürlich die Möglichkeit, eigene Musik zu kombinieren oder einfach klassische Melodien abzuspielen, wie man es natürlich jetzt auch hier im Hintergrund seht. Harpe ist bekannt für die sehr gute Qualität und da gibt es sehr viel Holzspielzeug, also schaut da unbedingt mal rein. Auf der Nominierung stand My First, in dem Fall so ein Auto, so ein Plüschracer von Revel, auch bekannt. Spiel und Spaß, Fahrspaß stehen hier natürlich im Vordergrund. Kabellose Remote-Controller, Kratzer Möbel hat man somit keine, abnehmbarer Stoffbezug, den kann man waschen und die Steuerung, die soll einfach zu bedienen sein. Und weiter geht's mit so einem Rasenmäher. Lawnmower Baby Walker von Legler OHG in dem Fall. Ja, für die ersten Gehversuche, wie man es natürlich auch hier sieht. Rasenmäher Optik fördert die Motorik und sogar der Motorblock. Den kann man sogar in Einzelteile zerlegen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Für das Rollenspiel natürlich auch super gemacht, das Ganze. Damit kommen wir zur nächsten Kategorie. 3 bis 6 Jahre Preschool. Gewinner ist hier B-World Teamset Bruder Spielwaren. Da gibt verschiedene Sets, wie Krankenhaus, Polizeirevier, Pferdestall. Die Jury hat jetzt hier einfach die Autowerkstatt gekürt. Da gibt es verschiedene Elemente natürlich, stabiles Material, alles zum Zusammenbauen. Hier sieht man nochmal einen kleinen Videoausschnitt, wie das Ganze funktioniert. Deswegen liefere ich das euch gerne als immer noch bei, damit man sieht, wie cool das Ganze gemacht ist, wie hochwertig. Und dafür ist auch die Firma bekannt, Bruder Spielwaren GmbH und Koga G in dem Fall. Ja, und die wurden Gewinner von dieser Kategorie. Nominiert waren allerdings auch Deluxe Scientific Workbench, in dem Fall wieder von Harpe. Ihr wisst ja, gute Qualität in dem Fall, Schrauben, Hämmern, Flaschenzug. 15 Experimente warten hier auf die Kinder mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also eine wirklich tolle Werkbank für die Kinder und gerade das ist ja bei Kindern sehr beliebt, sowas. Aber auch hier My Magic Castle von Buki France. In dem Fall solche Turmdächer, in dem ja hier verschwinden Bälle oder ändern das Schwingen des Zauberstabs. Kann man die Farbe ändern. Es gibt Falltüren, Tore mit doppeltem Boden sind, glaube ich, auch dabei. Und ich glaube, 10 Tricks für die Kinder. Ja, und damit schon zum Gewinner. In dem Fall School Kids 6 bis 10 Jahre, natürlich vom Playmobil Magical Mermaid World. Ja, eine Unterwasserwelt, die hier auf uns wartet für Kinder bis 10 Jahre, wie gesagt. Eine elektrisch öffnende Muschel, exotische Wasserpflanzen, fantasievolle Kutschen. Also perfekt auch hier für das Rollenspiel gemacht, wie man natürlich hier im Ausschnitt sieht. Echt super gemacht und das ist, wie gesagt, der Gewinner in der Kategorie 6 bis 10 Jahre. Und damit schauen wir uns aber auch die Nominierten an und Toy Plus, richtig cooles Produkt von Ravensburger. Da habe ich ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich an dieser Stelle. Der Toy Plus von Ravensburger, der kommt ja an den Markt, je nachdem wann ihr das Video schaut, also schaut mal an, ist eine richtig tolle Konsole mit einigen Spielen. Nominiert war aber auch das Slow Motion Game von Hasbro, entschleunigen und dabei Spaß haben, also auf das Langsame kommt es hier drauf an, langsam zu sein und das schult natürlich die Motorik, aber der Spaß steht hier natürlich im Vordergrund. Ja, und dann wieder Ravensburger, in dem Fall No. Der Gewinner in der Kategorie ab 10 Jahre, da habe ich auch schon Videos gemacht. Es vereint Brettspiel, digitale Innovation, Smart Home oder Smartphone. Tagesaktuelle Fragen, richtig cool. Schaut einfach mal in das beigefügte Video rein, da erkläre ich alles ganz genau. Ja, und auch hier habe ich ein Video gemacht zu 3 Fragezeichen. Krimi-Puzzle von Cosmos, Puzzlespiel mit Kriminalgeschichte, hier in dem Fall mit UV-Lampe. Da gibt es verschiedene Spiele, die habe ich im separaten Video auch nochmal erklärt. Das gleiche trifft auf Soundcheck zu, auch da haben wir ein separates Video gemacht, so ein interaktives Spiel mit Fragen. Könnt ihr auch die Altersangabe hier selektieren, auch richtig toll gemacht, richtig witzig mit verschiedenen Soundfunktionen, wo man raten muss. Der Gewinner im Bereich Startup, das ist Mabot, Chancel Bay Creative Science and Education. Ja, in dem Fall wird es mit Einzelteilen geliefert, hier sieht man es und dann kann man natürlich alles schön zusammenbauen. Cool ist natürlich,
dass man das Ganze per App mit Smartphone oder Tablet steuern kann. Also das ist richtig cool, das habe ich mal angeguckt. Da habe ich jetzt noch kein einzelnes Video, aber das sah auch fantastisch aus, das Ganze zu sehen. Nominiert waren in dem Fall auch Quip Globe heißt das Ganze, Steine, wo man mittels Magneten zusammenbaut in dem Fall und man kann das nachbauen mit den Vorlagen. Auch nominiert war Picoco von Brain Games und hier ein Stichspiel, wo auch beidseitig gespielt wird. Also die Karten haben natürlich auch eine Rückseite, das Ganze natürlich auch nochmal spannend werden lässt. Das war ein schneller Überblick und hier sieht man nochmal, Spaß hatte ich natürlich auch mit verschiedenen Kuscheltieren und das war eine große Videoreihe. Schaut einfach in die Playlist mal rein von der Spielwarenmesse, da liefere ich euch etliche Videos und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.